überschlagen sich. GM entlässt Opel nicht in die Eigenständigkeit. Werke sollen geschlossen werden. Das heißt, GM meldet Insolvenz an. Opel meldet Insolvenz an. Dann wieder heißt es, der Staat rettet die Autokonzerne. In den USA, auch hier in Deutschland. Mit Bürgschaft, mit Kredit, mit Kapital. Dankeschön. Die Meldungen widersprechen sich. Fast täglich. Jetzt ist ja die Frage, wie geht es überhaupt weiter, mit wem geht es weiter und welche Folgen hat das für die Einzelnen? Und dann ist ja noch das die große Frage, was haben wir dann überhaupt noch in der Hand und was kommt dabei raus? Das ist ja diese große Frage. Und hier gibt es keine Daten dazu, wo man weiß, okay, bis dahin und dann können wir erstmal Luft holen. Das ist immer noch nicht klar. Ein Hoffnungsschimmer. Immerhin. In Rüsselsheim läuft der Insignia vom Band, der neue Opel. Von Fachleuten hoch gelobt. Kann das neue Modell Opel retten? Was passiert eigentlich, wenn ich einen Insignia kaufe und Opel wird dann zahlungsunfähig und verlässt die Bühne? Der Verbraucher hat das Problem, dass er seine Garantieansprüche dann bestenfalls nur noch über den Händler durchsetzen kann. Und wie es den Händlern geht, das wissen wir ja. Das weiß vor allem Insolvenzverwalter Ernestus. Die Händler setzen große Hoffnungen auf den Insignia. Opel ist wieder ein modernes Auto gelungen. Endlich. Doch für viele zu spät. Wir haben den Opel Insignia im November genau so wie andere Händler auch vorgestellt und haben auch Vorbestellungen bekommen. Aber das reicht natürlich nicht aus, um so einen ganzen Geschäftsbetrieb mit 60 Mitarbeitern über Monate, bis vielleicht eine Investorenlösung gefunden ist, fortzuführen. Das war nochmal ein Push, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben auch hier so Präsentationen gehabt, aber das reicht nicht aus. Der nächste Termin, der nächste Patient. Insolvenzverwalter Markus Ernestus ist nicht auf Opel umgestiegen, auch nicht aus Solidarität. Unterwegs durch eine krisengeschüttelte Branche, auf dem Weg nach Mannheim. Dort versucht er, das Autohaus Schmidt und Umhey zu retten, den größten Opel- und Saab-Händler in der Region. Zur Krise von Opel kommen die Probleme der Opel Bank. Sie muss ihre Kreditlinie herunterfahren. Beides ist zu viel. Das Autohaus Schmidt und Umhey muss Insolvenz anmelden. In den Gesprächen mit den besorgten Eigentümern gewinnt Ernestus sein eigenes Bild. Die Probleme von Opel gibt es nicht erst seit der Finanzkrise. Und sie haben nicht nur mit General Motors in Detroit zu tun. Die Probleme sind auch hausgemacht. Die Händler haben mir gegenüber signalisiert, dass die Modellpolitik von Opel in den letzten Jahren bei den Kunden nicht optimal angekommen ist. Jetzt gerade bei diesem GT wurde da auch bemängelt, als es hip war, mit Roadstern zu fahren, dass da mal ein Markt da war. Da gab es das Modell nicht von Opel, jetzt gibt es ihn und jetzt ist der Markt einfach verlaufen. Ja, die Kunden, die sich für dieses Auto interessieren könnten, haben sich an anderen Marken orientiert und es ist sehr schwer, zum Beispiel so ein Auto zu platzieren gerade. Der Markt kennt keine Gnade. Der Staat kann vielleicht das Überleben von Marktteilnehmern sichern, kurzfristig. Aber kann er langfristig dafür sorgen, dass mehr Menschen Opel kaufen? Also persönlich in den fast 20 Jahren, in denen ich jetzt Insolvenzverwalter war, habe ich gelernt, dass man gegen den Markt kaum gegensteuern kann. Also der Markt wird hier auch in der Bundesrepublik in dieser Krise diktieren, was passieren wird. Und letztendlich wird der Markt darüber entscheiden, wie es mit den einzelnen Automarken weitergeht, wie es auch mit Opel weitergehen wird. Rolf Bürkner hat seinen Arbeitsplatz im Opelwerk Bochum. Noch. Aber für ihn und seine etwa 5000 Kollegen in Bochum gibt es immer weniger zu tun. Die Arbeit wird neu organisiert. Um die Folgen der Kurzarbeit abzumildern, hilft der Staat. Harte Folge. Wir haben heute Infostunde gehabt und zwar ging es nochmal um die Kurzarbeit. Folgende Regelung. Der Thomas Lentschen, der hat Vordrucke, da könnt ihr das ausfüllen, ob ihr dieses Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld in den Kurzarbeitgeld einfließen lassen wollt.
berücksichtigen müsst ihr allerdings, wenn ihr über die 95%-Grenze kommt, dann rechnet sich das nicht. Auch eine negative Nachricht ist, die Firma will 7 DRK-Schwestern aus dem Sanitätsraum entlassen. Während sich Rolf Bürkner Sorgen um 7 DRK-Schwestern macht, werden 7000 Kilometer entfernt Sparbeschlüsse in ganz anderen Dimensionen gefällt. Bürkner und seine Bochumer Kollegen machen sich nichts vor. Ihr Werk steht auf der Kippe. Sie sind abhängig von Nachrichten des Opel-Konzerns in Detroit. Die Nachrichten kommen, Mitte Februar, von General Motors. Harte Zahlen, aber nicht sehr präzise. Auf seiner Website veröffentlicht GM die globalen Stellenkürzungen. 47.000 Arbeitsplätze, davon 26.000 außerhalb der USA. Und Deutschland? Bochum? Am Tag nach dem Kahlschlag. Jürgen Rüttgers auf dem Weg zu GM. Der Ministerpräsident hat mehrere Probleme. Wie kann er verhindern, dass sein Rettungsschirm für Opel nicht von den Amerikanern weggeschnappt wird? Die amerikanische Regierung hat beschlossen, kein Geld von General Motors an die Firmen im Ausland. Wir in Deutschland sagen, kein Geld, kein deutsches Steuergeld nach Amerika. So, das ist klar und das ist auch eindeutig. Und wenn man dazu einen Weg finden muss, dann muss man notfalls auch Opel ein Stück weit von General Motors trennen. Aber dann sollen wir bitte nicht in der Öffentlichkeit so tun, als ob das A von heute auf morgen geht und B dann eine totale Trennung bedeutet und plötzlich ist Opel dann ein eigenständiges, weltweit tätiges Unternehmen in Konkurrenz zu General Motors. So wird es nicht sein. Die werden weiter zusammenarbeiten müssen. Die werden Verträge haben. Die werden sich auf gemeinsame Ziele verständigen müssen. Ist der Besuch bei GM mehr als ein PR-Termin? Ein deutscher Politiker als Arbeiterführer bei einem Global Player. Beide brauchen einander. Der deutsche Politiker will, dass der Weltkonzern Opel Werke verschont. Und Big Boss Rick Wagoner, dessen Stuhl schon damals bedrohlich wackelt? Erpresst er den Deutschen? Steuergeld oder Massenentlassungen? Es gibt kaum Zeugen bei dem Gespräch zwischen Rüttgers und Rick Wagoner und nur ein inoffizielles Video. Der Deutsche erfährt, GM hat keine Entscheidungen zu Opel-Fabriken getroffen. Stimmt das tatsächlich? Oder hat GM dem Politiker nur einen Tageserfolg gegönnt? Rüttgers kann Hoffnungen wecken und atmet demonstrativ durch. Also mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Er hat klar gesagt, dass es keine Entscheidung hier in Detroit gibt, im Hauptquartier ein Werk in Deutschland zu schließen. Natürlich muss das Gesamtkonzept umgesetzt werden. Dazu muss Europa auch einen Beitrag leisten. Aber, und das ist das Zweite, was dazugehört, dieses Konzept, das kann jetzt bei Opel Europa gemacht werden. Und das heißt, es wird zusammen mit der Belegschaft, zusammen mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft gemacht. Von Klaus Franz wird jetzt einiges erwartet. Die Opel-Beschäftigten erwarten von dem Gesamtbetriebsrat, dass er Arbeitsplätze sichert. Die Geschäftsführung erwartet, dass er radikale Sparmaßnahmen mitträgt. Und die Politiker erwarten ein Zukunftskonzept. Franz sieht in der Krise auch eine Chance. Opel kann sich von den Amerikanern befreien. Endlich. Es gibt die irrsinnige Vorstellung, dass man einen Konzern, der über die ganzen Kulturen, über die ganzen Regionen dieses Globus, und das globalisierteste Unternehmen weltweit, wenn man meint, man könnte dies aus dem 38. Stock im RenCen, also im Renaissance Center in Detroit, lenken, dann hat man meiner Meinung nach die Welt nicht verstanden. Dann weiß man nicht über die Kreativität der unterschiedlichen Kulturen, über die unterschiedlichen Bedürfnisse, über die unterschiedliche Herangehensweise an Problemen, an unterschiedliche Kundenanforderungen, insbesondere im Markt. Und das ist eines der Größen, der Zentralismus von General Motors und damit die verfehlte Modellpolitik. Eines der Hauptursachen für die Krise von General Motors.